Berlin, Machtzentrale der Politik. Von hier aus wird Deutschland regiert. Bundeskanzlerin Merkel oder Westerwelle kennt jeder. Aber im Bundestag sitzen insgesamt 622 Abgeordnete und unter ihnen viele Nachwuchspolitiker. Wir begleiten 8 junge Menschen auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker. Einer von ihnen, Florian Bernschneider. Er ist einer der jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. 2003 trat Florian in seine Partei ein, FDP. Der Deutsche Bundestag in Berlin. Von vorne, so wie wir ihn kennen. Normalerweise kennt man den Bundestag ja nur von vorne. De facto ist der Eingang, durch den wir Abgeordnete gehen, der hintere Eingang. Das sieht von außen immer noch schön aus, aber vielleicht nicht so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Florian kennt die Wege bestens. Muss er ja auch als Abgeordneter. Ich bin jugendpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Das heißt, ich bin für alles zuständig, was Jugendpolitik angeht. Den Zivildienst, die Freiwilligendienste und bürgerschaftliches Engagement von jungen Leuten. Das sind Themen, mit denen ich vorher gar nicht viel zu tun hatte. Aber hier in Berlin wird man relativ schnell zum Fachpolitiker und hängt sich genau in die Themen rein und macht da unheimlich viel. Florian ist aus voller Überzeugung Politiker geworden und will für sein Land etwas bewegen. Geld motiviert mich hier auf keinen Fall. Ich bin auch nicht des Geldes wegen hier. Das wäre auch blöd, weil die Arbeit würde so auch, glaube ich, keinen Spaß machen. Ich habe BWL studiert, wesentlich sicheren Job vielleicht in der Bank, würde ich über kurz oder lang mindestens genauso viel Geld verdienen. Also darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, was bewegen zu wollen. Deswegen hat man sich ja auch für Politik engagiert. Und das kann man hier eben tun. Und deswegen bin ich hier. Gestandenen Politikgrößen, wie zum Beispiel der Bundeskanzlerin, begegnet Florian mittlerweile auf Augenhöhe. Angela Merkel als Bundeskanzlerin, die war vor meiner Wahl ganz weit weg für mich. Und jetzt steht man gedrängt im Fahrstuhl neben den Ministern, neben der Bundeskanzlerin. Und dann merkt man relativ schnell, das sind Menschen wie du und ich. Und da geht vielleicht die Scheu ein bisschen zurück. Das ist aber auch gut, weil man muss schließlich zusammenarbeiten. Und so geht Florian mit dem nötigen Selbstvertrauen seiner politischen Zukunft entgegen. Ein weiterer Jungster unter den Politikern ist Sven Christian Kindler. Seit letztem Jahr sitzt er im Bundestag. Sven ist gerade einmal 25 Jahre alt und Parteimitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Als Mitglied des Deutschen Bundestages arbeitet Sven im Wechsel in seinem Wahlkreis in Niedersachsen und in Berlin. Stressiger wird es für den jungen Politiker oftmals in der Bundeshauptstadt, da die Bürotermine meistens sehr eng beieinander liegen. Es ist so, dass ich natürlich in Berlin noch mal mehr bereisen kann, mehr bewegen kann, als ich es vielleicht als Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen machen kann, weil ich natürlich ganz andere Einflussmöglichkeiten haben im Bundestag, man da ganz viele Infos reinkommen kann und viel besseren Pressekontakt hat, auch mehr Mittel hat, mehr finanzielle Mittel, auch mehr Mitarbeit und damit natürlich auch mehr bewegen kann. Das gleiche Büro, mit dem gleichen Sven, aber diesmal ohne Hemd und Anzugjacke. Dem 25-Jährigen ist es wichtig, auch als Abgeordneter immer aktiv zu bleiben, Dinge konkret anzufassen. Und darum geht's für ihn und seine Kollegen heute zu einer Berliner Demo gegen Atomkraft. Wir werden das Regierungsviertel umzingeln und haben auch diese kleinen Dosen gemacht, die den Atommüll darstellen sollen, damit der Atommüll jetzt auch bei der Regierung abgelagert wird, weil die ja den ganzen Atommüll massiv verlängern will. Es sind über 4.500 Tonnen, die dazukommen. Und diesen Atomwahnsinn, das finden wir einfach scheiße und das wollen wir nicht. Und deswegen gehen wir auf die Straße. Ich glaube, es ist wichtig für junge Leute, auf die Straße zu gehen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die noch sehr viel Veränderung braucht. Und ich glaube, zu demonstrieren und zu protestieren ist ein guter Weg, um darauf aufmerksam zu machen. Und deshalb gehe ich selber auf die Straße und probiere auch immer andere Menschen zu motivieren, auf die Straße zu gehen. Okay, dann heften wir das draußen an die Scheibe, um der Demonstration zu zeigen, dass auch im Parlament wir hier sind. Okay, gehen wir raus da. Politisch Flagge zu zeigen ist für Sven auch im Parlament selbstverständlich. Das ist super, wenn die nachher die fette Demo hier lang geht und ihr das Schild sehen und die Fahne sehen. Ist es gerade? Ja, passt. Ja. Ja, das passt. Passt, weht und flattert in der Luft. Na, dann kann's ja losgehen. Ja, wir gehen jetzt zur großen Auftaktdemo, Auftaktkundgebung vom Washingtonplatz, vom Hauptbahnhof, wo dann 10.000 Menschen auf der großen Demo losgehen, um gegen die Atompläne der Regierung zu protestieren. Über die Brücke da hinten, weil hier so voll ist. Sven ist nicht alleine. Rund 100.000 Menschen sind in Berlin mit der gleichen Meinung unterwegs. Abschalten! Abschalten! Abschalten!
Für mich ist es wichtig, eben auch die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube, jeder Mensch ist in gewisser Weise eine Art politisch. Und die Frage ist nur, wofür man sich einsetzt und was man erreichen will. Und es kann einem nicht egal sein, was in dieser Gesellschaft passiert. Und man muss, finde ich, dazu eine Meinung haben und sich äußern und dann auch das versuchen zu ändern. Sven, ein aktiver Anpacker, den es auch als Parlamentarier noch immer auf die Straße zieht. Ein Jungpolitiker, der hier und da seine eindeutige Handschrift hinterlässt. Kilometer von Berlin entfernt liegt Svens Wahlkreis Hannover. Dort ist er gerade auf dem Weg zu dem Büro, wo einst sein politischer Werdegang begann. Hi Sven. Hi. Hallo. Hallo Karl. Hi. Ich bin seit 2003 bei der Grünen Jugend und bei den Grünen aktiv. Und ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich länger auch bei den Pfadfindern ehrenamtlich aktiv war. Also die Liebe zur Natur, draußen wandern, irgendwie draußen Feuer machen, irgendwie Natur kennenlernen. Und ich wollte eben Natur erhalten, Natur schützen. Wie grün muss man denn eigentlich als Grüner sein? Ich bin schon ziemlich grün. Also ich lebe eben vegan, also esse kein Fleisch und keine anderen Tierprodukte, weil das eben massive Schäden für den Klimawandel hat, aber auch irgendwie wegen der Massentierhaltung, Tierquälerei. Ich habe zu Hause Ökostrom, ich trage zum Teil faire Klamotten, ich bin auch in der Gewerkschaft, also soziale Themen sind mir auch wichtig, das finde ich, grün ist nicht nur öko, grün ist auch sozial. Und auch grüne Politiker haben irgendwann mal Feierabend und gehen ihren Hobbys nach. Also schnell die 7 Sachen eingepackt. Gut. Wann kommt der Kindler? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir müssen 5 Minuten da sein. Sven, spätestens. Und ab auf den Bolzplatz. Neben der Politik ist Fußball nämlich Svens zweite Leidenschaft, bei der er sich ordentlich austoben kann. Das ist total wichtig, dann irgendwie auch wieder zu laufen, zu rennen, irgendwie rumzuschreien, irgendwie anderen Leuten zu spielen und dann den Kopf frei kriegen und eben sich nur aufs Spiel zu konzentrieren. Das ist total wichtig und macht echt viel Spaß. Ist der Kopf erstmal frei, kann sich Sven auch wieder auf das politische Spiel in Berlin konzentrieren. Vielleicht wird's ja ein Volltreffer. Zurück an die Spree, zurück nach Berlin, zu Nadine Schön. Auch sie ist Bundestagsabgeordnete, 27 Jahre alt, und ihre Partei ist die CDU. Heute ist die junge Anpackerin zu Gast bei der Schülerunion. Und auch solche Sitzungen wie jetzt heute sind halt einfach wichtig, um Feedback zu bekommen. Was interessiert, was ist wichtig oder wo liegen wir jetzt total daneben aus eurer Sicht. Und, ja. Die Schülerunion ist mit über 10.000 Mitgliedern die größte politische Schülerorganisation Deutschlands. Natürlich gehören Termine wie Schülerunion, Junge Union, Frauenunion, also Parteitermine gehören zu dem Job dazu. Ich werde ganz oft in Vorstände eingeladen, um über spezielle Themen zu reden. Nadine hält regelmäßig Rücksprache mit der Schülerorganisation ihrer Partei. Dort trifft sie auf vorrangig politisch interessierte Jugendliche. Leider bekomme ich es jeden Tag selber mit, auch im Unterricht, dass viele Jugendliche, auch gerade in meinem Alter, sich nicht unbedingt für Politik interessieren, was ich sehr schade finde. Also ich denke, dass für viele Jugendliche einfach Politik zu trocken sind und dass sie lieber abends mal weggehen und Party machen und dass sie sich deswegen nicht so für Politik interessieren. Ja, ich bin damals mit 15 oder mit 16 zur Jungen Union, die gerade wiederbelebt wurde bei mir im Ort, einfach weil ich ja ein bisschen was bewegen wollte im Ort. Das ist ein 2.500 Einwohnerort, da war wenig los und wir haben dann mal ein Konzert veranstaltet und eine Party und haben uns für einen Jugendraum eingesetzt und ein Basketballfeld und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Den Spaß scheint Nadine bei aller politischer Ernsthaftigkeit auch heute noch nicht verloren zu haben. Auch bei Daniela Kolbe wird es in der nächsten Folge spaßig. In Leipzig stellt sie sich den Fragen der Schüler aus ihrem Wahlkreis. Mir ist es total wichtig, dass die Schüler mitbekommen, dass sie selber was verändern können. Und Florian Bernschneider schiebt privat eine ruhige Kugel. Mir sind Freundschaften wichtig, weil mir auch irgendwie was fehlen würde, wenn ich jetzt nur noch Politiker im Umfeld hätte. Außerdem, Deutschlands jüngster Bürgermeister ist schwul. Und das ist auch gut so. Bürgermeister haben an sich kein Problem damit, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Aber ich stelle schon fest, dass es einen Unterschied macht, irgendwo schwul zu sein und das auch zu zeigen.